Einen wunderschönen guten Tag und ein recht herzliches Willkommen zurück bei Tobis WM-Vlog, Blog, wie auch immer. Ja, die FIFA WM 2014 neigt sich so langsam ihrem Ende entgegen. Wir sind im Halbfinale angekommen und das soll heute mal im Blickpunkt stehen. Mit dabei wieder der Marvin. Hallo. Und der Adrian. Hallo. So, wir reden, bevor wir aufs Halbfinale zu sprechen kommen, vielleicht mal ganz kurz über die Geschehnisse im Viertelfinale. Was hatten wir dort? Wir haben Brasilianer, die sich mit Ach und Krach gegen Kolumbien durchgesetzt haben mit 2-1. Meinungen? Verdient. Meinungen? Das Spiel, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja gut, du guckst ja kaum irgendein Spiel. Na, freilich. Deswegen bist du auch letzter im Tippspiel. Hallo, das 2-0, das 2-0 war schön. Insgesamt muss man sagen, ja, hat Brasilien dann schon, ja, verdient gewonnen. Aber es wurde zum Ende schon knapper. So, Deutschland gewinnt souverän gurkig gegen Frankreich. Also, weiß nicht, so die Mega-Performance war es nicht, aber... Ja, echt so. Wir sind ganz vorn mit am Start. Natürlich. Wir haben die Deutschland-Karte. Jetzt noch Werbung machen hier. Yeah. Die Niederlande gewannen im Elfmeterschießen gegen Costa Rica 4-3. Und den Torwart erwartet eventuell im Nachhinein noch eine Sperre, weil er den oder die Spieler immer verwirrt hat. Unfaires Verhalten. Ja, gut. Naja, trotzdem, dass er überhaupt gegen Costa Rica ins Elfmeterschießen gehen. Costa Rica hat stark gespielt und die ja, haben halt klar, aber ich meine nochmal, Niederlande, wenn die sich mal richtig zusammengerissen hätten. Marvin und ich, wir haben das Spiel geguckt, die Niederlande hatte erstklassige Chancen, aber wie Costa Rica sich reingeschmissen hat, dann geht der Ball halt mal vom Oberschenkel an den Kopf an die Latte. Ja, gut. Aber ich meine ja nochmal, ganz ehrlich, die haben das bestimmt trotzdem auf die leichte Schulter genommen. Ja. Kann sein, ja. Ja, und Argentinien gewinnt gegen Belgien. Acht Punkte. Ja, ich hätte es echt nicht gedacht. Belgien, die kommen nicht damit zurecht, wenn die die Spielkontrolle haben. Ja. Also irgendwie, die können echt nur kontern. Die hatten ja ihre Chancen, aber haben nichts draus gemacht und dann Argentinien. Die Maria fällt wahrscheinlich für den Rest der WM aus. Und das bringt uns doch schon in die Halbfinals. Jetzt fangen wir halt mal mit Niederlande gegen Argentinien an. Argentinien vielleicht durch Di Maria oder durch den Ausfall von Di Maria etwas geschwächt. Und die Niederlande steht jetzt seit dem Spiel gegen Costa Rica für mich so ein kleines Fragezeichen. Gegen Mexiko im Achtelfinale gerade so weitergekommen, nach den späten Toren. Dann gegen Costa Rica jetzt Elfmeterschießen, ich weiß nicht so wirklich. Also ich würde hier 2-1 für Niederlande tippen. Gerade auch so gemacht. Also das wäre so meine Meinung. Aber ich traue es auch den Argentiniern zu. Nein, nicht wirklich. Ohne Di Maria, was sollen sie da machen? Nicht, haben sie aber noch ein Tor machen schon. Ja, ein Tor machen sie, aber die gewinnen auf jeden Fall nicht. Ich glaube, er hätte 2-1, ich überlege gerade, ob 3-1 vielleicht auch möglich wäre. Das glaube ich eigentlich nicht. Doch. Ich überlege gerade. Ach komm, ich habe das Tippspiel doch eh schon fast verloren, also tippe ich 3-1 Niederlande. Jawohl. So, und das andere Halbfinale, Brasilien-Deutschland. Mittlerweile gibt es ja einen klaren Favoriten, der ist Deutschland. Das heißt in Brasilien immer wieder, dass man sehr viel Respekt vor den Deutschen habe. Und ja, ich habe jetzt hier gerade mal ganz frivol 2-1 Deutschland getippt. Ich glaube, wir machen wieder ein frühes Tor, kriegen zu Beginn der zweiten Hälfte den Ausgleich und dann kurz vor Schluss durch eine Standardsituation. Mats! Also, ich wäre für 3-1 Deutschland und hab da den Joker gesetzt. Mein Joker setze ich übrigens auch bei dem Spiel. Ich setze meinen nicht und sage 2-3 für Deutschland. Okay. So, und das Spiel um Platz 3 in das Finale müssen wir demnach beim nächsten Mal, Tim. Das heißt, wir hören uns diese Woche zweimal. Also, Adrian, ja. Marvin, wir nehmen das dann wahrscheinlich Donnerstag auf, denke ich mal. Ja, okay. Das ist ja schon ganz schön krank, wenn Deutschland gegen Holland oder Niederlande. Das wäre echt, da treffen so zwei
Fußballnationen aufeinander. Damit hätte wirklich vor der WM keiner gerechnet. Wenn ich mir, wenn man jetzt mal so diese WM Revue passieren lässt, dann ist das wirklich eine der heftigsten Weltmeisterschaften, die es bisher gab. Also echt so. Vor allem von den Überraschungsteams. Sei es Kolumbien, Algerien, Mexiko, Costa Rica. Aber trotzdem muss man hier sagen, dass sich Argentinien wirklich unsouverän durchgemogelt hat. Die haben sich wirklich nur durchgemogelt. Durch die ganzen, immer mit 1-0 oder so. Ich guck grad mal. 2-1 Bosnien, 1-0 Iran, 3-2 Nigeria. Dann. Wo sind sie? Wo sind 1-0 wo? Schweiz, 1-0 Belgien. Ach hier, genau, hier oben. 1-0 Schweiz, 1-0 Belgien, ja. Aber ich glaube, gegen die Niederlande ist Schluss. Jo. Also. Ich habe letztens auch gesehen in der Verlängerung, was der Robben noch für einen Sprint gezogen hat. Ja. Es ist unnormal. Echt unnormal. Respekt. Wo er das herkriegt. Ja, ja. Okay. Noch irgendwelche Worte zu dieser WM oder wollen wir erstmal so das stehen lassen? Ich glaube, das lassen wir erstmal so stehen. Okay, gut. Ja, dann hören wir uns zum Ende der Woche nochmal. Also Samstag spielen Platz 3, Sonntag. Das Finale, wir hoffen alle darauf, dass Deutschland Weltmeister wird. Vielleicht noch ganz kurz eure Tipps. Was glaubt ihr, wer wird Weltmeister? Jetzt gerade mal so einfach gefragt. Deutschland. Jetzt mittlerweile. Ja, Deutschland. Nice. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ihr bekommt das Schlusswort. Ich melde mich ab. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.